Hallo und herzlich willkommen bei ein bisschen Street Fighter 6 bei Hooked Live. Ich bin Tom und wir spielen ein bisschen mehr die Beta von Street Fighter 6, die jetzt am Wochenende läuft, noch, ich glaube, bis Montagmorgen. Ich weiß nicht, ob die, also ich bin der Meinung, es war 9 Uhr, Montagmorgen ist die Zeit, wo es dann vorbei ist. Und ja, ich habe das jetzt heute sehr viel gespielt, ich habe es gestern Abend noch sehr viel gespielt. Wir hatten gestern auch schon einen Stream, wo wir es ein bisschen zusammen uns angeguckt haben, was hier so geht. Wir haben einen Charakter erstellt und so weiter. Und das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Ich habe aber auch festgestellt, auch danach noch und auch noch heute, während ich gespielt habe, dass mir einerseits das Spiel wahnsinnig viel Spaß macht. Also es ist wirklich super cool. Ich mag total, wie sich die Charaktere anfühlen. Ich mag die Präsentation. Ich mag auch das Battle Hub hier, was ihr im Hintergrund seht und die Art und Weise, dass ich mich hier ransetzen kann. Aber ich kann auch hier stinknormales Matchmaking machen. Und ich habe übrigens auch herausgefunden, wenn man R1 gedrückt hält, Chat, auf einem Arcade-Stick, dann kann man auch mit den anderen Buttons die Kamera drehen. Das war ein bisschen ungeschickt, aber es geht doch, weil wir haben uns gestern noch gefragt, ob das überhaupt möglich ist. Wir können uns eigentlich mal in einen dieser, sie haben ja hier diese, wie so Fotobooths, da können wir uns mal hinstellen. Hier, guckt mal. So, ihr seht auch, ich habe meinem Charakter wahnsinnig tolle neue Sachen ausgestattet. Und bevor wir loslegen mit ein paar Online-Matches, erstmal hallo an alle, die im Chat da sind und hallo an euch, die ihr in der Aufzeichnung eingeschaltet habt. So, falls ihr im Chat, Julian, ich glaube, du hast die Beta auch, ne? Also vielleicht kann man auch ein bisschen zusammenspielen. Falls noch jemand gerade im Chat ist und ebenfalls in der Beta ist, gerne Bescheid sagen. Vielleicht können wir da ein bisschen zusammenzocken. Da muss es nicht immer nur... Ach, du bist das hier, Julian? Das ist ja lustig. Du bist Obamaka? Das ist schön. Dann hätten wir ja schon mal einen. Das freut mich sehr. Bevor ich aber loslege, wollte ich gerne, während sich Julian hier platziert... Ist es Julian oder Julien? Oder soll ich Herr Harper sagen? Ich wollte einen kleinen Fazit ziehen, Chat, ein Zwischenfazit von meiner bisherigen Spielerfahrung. Wie gesagt, es gefällt mir ja richtig gut, aber ich bin wirklich überrascht, wie sehr es sich für mich auch wirklich nochmal anfühlt, als würde ich ein neues Fighting Game lernen. Ich glaube, das ist am ehesten die Erkenntnis. Es ist nicht so wie beim Schritt von Street Fighter 4 auf 5 und das ist ja auch ein bisschen das, was wir erhofft haben. Also Julian. Und das bedeutet, dass es so viele neue Elemente gibt, mit dem Drive-System vor allem. Es ist vor allem das Drive-System, das so einen gigantischen Unterschied macht in meiner persönlichen Spielerfahrung, dass ich wirklich gemerkt habe, wie schwer es mir fällt. Weil auch ich das Gefühl habe, also ne, entweder ich bin einfach noch sehr, sehr schlecht in dem Spiel oder das Durchschnittsniveau der Leute, denen ich hier begegne, ist einfach sehr hoch, was ich mir auch sehr gut vorstellen kann. Weil ich die meiste Zeit wirklich verliere. Immer mit der Lernerfahrung, aber ich hatte auch schon Sachen, wo ich so frustriert war. Also wo ich so richtig, richtig klassisches Fighting Game frustriert war. So Saltiness Level sehr weit oben, wo eigentlich gar nichts mehr geklappt hat. In diesem Modus muss man ja eigentlich kurz aufhören mit dem Spiel und eine Pause machen und mal durchatmen. Und dann geht's auch wieder. Aber ja, das habe ich auf jeden Fall gemerkt und ich bin jetzt wesentlich mehr drin in den ganzen Drive-Mechaniken als gestern im Vergleich und das macht einen Riesenunterschied. Ich habe heute sehr viel einfach random gespielt und ich werde jetzt auch mal ein bisschen weiter random spielen, also dass ich immer random einen der 8 Charaktere erwische, die es hier gibt im Spiel, falls ihr es nicht wisst. Hier seht ihr sie nochmal. Und dadurch kriege ich auch so ein bisschen Spielerfahrung mit allen Charakteren. Ich bin auch mal mit allen kurz in Trainingsmodus gegangen, habe mir angeschaut, wie das alles geht. Jutsch, ich finde es schön. Also ich will euch nicht die Gelegenheit nehmen, hier andere Charaktere zu entdecken. Was wollte ich sagen? Egal.
Genau, dass ich alle Charaktere mal gespielt habe im Trainingsmodus. Ich will ja jetzt nicht hier mit einem gleich super gut werden oder sowas, sondern eher so einen Gesamteindruck dieser Beta gewinnen. Ich würde auch sehr gerne mal Extreme Battle machen. Julian, wollen wir das vielleicht als erstes machen? So habe ich dich noch nie erlebt. Also salty, ja. Im Stream bin ich auch nicht salty. Im Stream, wenn ich jemanden habe nebenher und so, dann geht das alles. Aber heute Nachmittag war ich einmal sehr salty. So, komm, wir gehen mal zum Extreme Battle. Weil das habe ich heute auch mal gemacht und das hat echt Spaß gemacht. Da funktioniert es so, dass der Lebensbalken sich verschiebt in eine der beiden Richtungen. Und währenddessen auch Bomben und so ein Kram aufs Spielfeld geschmissen werden, die man dann zum Gegner schubsen kann. Und das ist tatsächlich super lustig. So schlimm war es nicht, Huge. Aber ich habe das manchmal, wo dann die Faust auf dem Arcade-Stick landet oder auf dem Schenkel. Das finde ich übrigens auch süß, wenn man hier spielt im Extreme Battle, kommen die Pixel-Art-Versionen. So, ich habe jetzt geil bekommen. Oh, Julian, hast du Extreme Battle noch gar nicht gespielt? Ja, da musst du mal drauf achten, auf die Bomben. Die kannst du so ankicken und dann werden die zum Gegner geschmissen. Hier so. Haha. Ja. Oh, da ist wieder eine. Nein! Aber ihr seht auch, was ich meine mit dem. Oh! Wer hat zuerst. Ah, ich hab zuerst. Das heißt, seiner hat Prio. Rechtzeitig noch gesprungen. Und der Lebensbalken wird auch immer kleiner. Oh, shit. Krass, dass wir die Zeit einfach ausgelaufen haben lassen. Ich finde das hier tatsächlich super lustig. Ich freue mich da total drauf, auch die anderen Modi zu sehen. Ah, shit. Ach, sehr gut reagiert. Kann man natürlich auch parry. Nein! Ah, ich wusste es, dass ich da noch in die Bombe reinkomme. Nix da. There we go. GG. Ja, Extreme Battle wird auch nicht viel gespielt. Ich habe immer das Gefühl, da ist es auch immer recht leer in den Lobbys. Ist aber halt mal eine schöne Abwechslung. Und ich habe heute sehr viel, das war das, was ich gemacht habe, nachdem ich so frustriert war, eine ganze Menge Magic Sword gespielt. Das können wir gleich auch gerne nochmal machen. There we go. Ah, shit. Oh, das war vielleicht nicht so klug, die Heavy-Variante davon zu machen. Oh, der hätte doch noch zu ihm kommen müssen. Oh, wow. Das war nicht gut. Jetzt haben wir beide unsere Drive Gauge verhauen. Das heißt, wir haben gerade keinen Zugriff auf die Drive-Mechaniken. Das heißt, dass wir ganz vorsichtig sein müssen. Mega Man Cameo, ja, stimmt. Wie heißen die kleinen Dudes nochmal, Huge? Die haben noch einen Namen. Ach, shit. Da habe ich gar keine Anstalten gemacht, auszuweichen. Das ist so lustig. Dang. There we go.
schön, wie wir uns beide getroffen haben. Ich finde übrigens lustig, dass du mit Modern Controls spielst, Julian. Bam! Ich kenne die als Matt. The Mets? So. Lass mich mal Charakter wechseln, aber wir können gerne nochmal ein bisschen Extreme Battle weitermachen. Modern war keine Absicht, dachte, das muss so. Ja, es war halt der Standard. Ne, der vorgewählte Standard. Ich habe halt random Charakterwahl drin, deswegen gehe ich vielleicht ab und zu mal aus Matches raus und dann nochmal rein, damit ich einen anderen Charakter kriege. Dann seht ihr auch mal die anderen Charaktere und ich kriege ein bisschen mehr Übung mit den anderen. Nur, dass ihr Bescheid wisst und euch nicht wundert. Here comes a new challenger. Pixel Art. Das ist auch nicht einfach nur ein Filter, das mussten sie extra gezeichnet haben. Modus ist cool, ne? Ja, finde ich auch. Macht voll Spaß. Auch allein diese andere Art des Lebensbalkens finde ich total spannend. Dass es so ein Hin und Her ist und nicht einfach nur, okay, jetzt ist leer. Chun-Li mag ich tatsächlich auch sehr gerne hier. Oh, das war nicht so schlau. Da habe ich schon geparried, aber einfach zu früh aufgehört. Oh. Ken ist cool. Aber das ist auch wieder übrigens typisch. Ratet mal, welchen zwei Charakteren ich am meisten begegnet bin bisher in der Beta-Chat. Oh, die Antwort würde euch überraschen. Oh, wow. Sehr gut, dass du da so lange geparried hast. Oh, der ist an dir vorbei während des Impacts. Oh, trifft der? Ja, tatsächlich. Aua, aua, aua. Ah, ich bin gesprungen. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ja, das war's. Oh. Nein, das ist nicht, was ich wollte. Oh, es hat noch gereicht. Das war voll knapp. Entschuldigung. Aber voll lustig, oder? Wie der Lebensbalken einfach so hin und her dartet. Das macht voll Spaß. Wo ist der Stier- oder Knockdown-Battle? Das gibt's gerade noch nicht. Momentan ist nur der hier drin, soweit ich weiß, im Extreme-Battle. So. Ich kann hier gerade leider nicht aus meinem Menü raus. Sonst könnten wir auch gerne mal an die normalen Matches gehen. Oder... Nee, Fluffy, du bist ja auch dabei, ne? Ja, Fluffy, let's go. Ich sehe gerade leider nicht. Warte, ich müsste ja die Kamera drehen können. Ach doch, ja. Es hat einfach nur ein bisschen gebraucht. Oh, Yuri. Da freut sich Huge. Und Paul natürlich. Aber Huge freut sich aus spielerischer Sicht, Paul aus anderer. Falls ihr das hier jemals guckt. Private Räume habe ich jetzt noch nicht gesehen. Die Frage ist, ob man diese Dinger hier, aua, auch privat machen kann. F-
Ah, shit. Ja, das war nicht richtig. There we go. Wie sie diesen Yatamu verarscht. Oh shit, ich dachte, der Duck da würde reichen. Nein! Ich wundere tatsächlich, dass man die nicht zurückspielen kann. Der die sie zuerst anspielt, hat quasi... Ah shit, sehr gut. Hat den quasi auch. Oh! Glück gehabt! Oh shit! Nein, das war's, glaube ich. Ja. Obwohl dein Drive Gauge leer war. Genau, und schon ein Lied ist. Kimberly finde ich wirklich auch voll spaßig. Sie ist so schön schnell. Oder bin ich schön reingesprungen. Das hat mir meinen Drive Impact versaut. Shit. Hast du extra gewartet? Sah so aus. Oh, hat der meinen Dings nochmal extra geblockt? Go! Oh, es hat nicht gereicht! Puh. So ein Spaß, Chat. Das ist ein gutes Videospiel. Tut mir sehr leid, dass nicht mehr von euch in die Beta gekommen sind. Ihr habt das alles verdient. Also, ihr hättet es alles verdient, so rum. Ihr hättet es verdient, in die Beta zu kommen. Das ist das, was ich sagen möchte. Nicht, ihr habt es verdient, keinen Beta-Key zu haben, so wie man das jetzt hätte deuten können. Wir verstehen uns, Chat. Ich sollte nicht sprechen und kämpfen gleichzeitig. Ach, scheiße, ist mein Job, naja. Ah, nicht. Ich wollte Dings machen. Fühlt es sich ein bisschen mehr nach Focus Attack auf Street Fighter 4 an, oder würdest du sagen, es ist was anderes? Also es ist am ehesten damit vergleichbar. Es fühlt sich auch definitiv ein bisschen danach an. Aber ich habe jetzt schon so lange kein Street Fighter 4 mehr gespielt, deswegen kann ich dir das jetzt nicht so ganz detailliert sagen, wie du es vielleicht wissen möchtest. Oh, nice. Oh, ich wollte auch. Ich hab's zu früh gemacht. Ach, come on. Dass der noch nicht losgelaufen ist. Das empfinde ich als persönliche Beleidigung. Nee. Ach, super. Dass man auch so viel Zeit hat, da noch zu reagieren, finde ich voll lustig. Nein, nein. Oh, das geht auch an mich. Ganz knapp. Genau, man kann nicht Focus Attack Dash canceln, Tira Dash. Das ist sehr richtig. Das war ja so ein Kernding in Street Fighter 4 und war mir auch immer... Also, ich glaube, so richtig benutzt habe ich das höchstens am Ende. Aber Street Fighter 4 habe ich ja jetzt auch nicht so ewig gespielt. Shit. Oh, nice. Da hatte ich dich fast.
Nein! Was mache ich denn? Puff! Yuri macht Spaß. Yuji, ich weiß, warum du Yuri magst. Uiuiui. Nein, ach, come on, dran vorbei. Ach ja, sehr schöne Rache. Sehr, habe ich verdient, habe ich verdient. Au, 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 au. Ach, shit, auch nicht, was ich machen wollte. Oh. Oh, das war's wahrscheinlich. Nicht zwingen. Das könnte ein Sidewin sein. Ja. Yep. Ihr V-Attack aus Street Fighter 5, wo sie über den gesamten Bildschirm hinter den Gegner dartet, hat Yuri aber nicht mehr. Nee, ich glaube nicht. Ich weiß jetzt gerade nicht. Obwohl, nee, die. Die Supers sind, glaube ich, auch andere Sachen. Also auch da haben sie das, glaube ich, nicht verbaut. Aber da ist zumindest das. Dass sie so im Schatten wieder auftaucht drin. Oh, da oben noch. Oh, nice. Ha. 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 Now. Oh, warum springst du, Tom? Noch ist nichts verloren. Oh, das wird richtig knapp. Oh ja, Time. Das ist so ein Spaß, Leute. Ach, come on. Oh, das habe ich zu spät gemacht. Dass du den dadurch noch aktiviert hast. Das ist ja Blödsinn. Oh, shit. Oh, wow, echt gut gerettet, trotz der leeren Drive Gauge. Das war richtig cool. So, danach können wir noch einmal rauswechseln, dann kann ich auch mal den Charakter wechseln. Manchmal habe ich das Gefühl, die laufen schneller weg, manchmal nicht. Shit. Wie will der nicht mehr so richtig sitzen? Ah, ja. Hauer, hauer, ha. Das wird Monach wehtun.
Nice. There we go. Come back. Die Musik mag ich tatsächlich auch sehr gern. Das war mir so klar, dass der mich noch erwischt. Ups. Oh shit. Ah, da war ich nicht nah genug dran. Ja, an der Wand. Mhm. Das ist sehr gefährlich, selbst wenn ihr einen Drive Impact an der Wand blockt, gibt's nochmal den Knockback gegen die Wand und ihr seid angreifbar. So, wir können ja Extreme Battle noch ein bisschen weitermachen, ich finde das gerade sehr lustig, aber ihr könnt gerne nochmal tauschen und ich kann den Charakter nochmal tauschen. So kriegen wir hier ein bisschen Abwechslung rein. Aber super, oder Chat? Ich finde, es sieht. Ich kann mich auch noch nicht so ganz dran satt sehen. Ne? Ich habe ja jetzt viele der Moves schon mehrere Male gesehen, zigmal. Und trotzdem freue ich mich noch drüber, auch über die Finishing Screens und so. Und ich freue mich vor allem auf das, was noch kommt. Auf die anderen Charaktere und auf den World Tour Modus. Und mir zumindest macht es auch Spaß, bei anderen zuzugucken, weil ich so richtig merke, ja, das. Einerseits ist es sehr leicht, diesen Matches zu folgen. Andererseits ist es aber auch audiovisuell so ein so ein Fest. Es ist so ein Fest, Chat. So, ist das jetzt wieder Julian? Ja, ne? Und ich habe wieder geil. Hatte ich nicht vorhin auch geil? Ja, genau. Julian. Oh, sehr schön. Aua. Nein, ich wollte auch... You're done. Oh. Damn. Bin ja gleich hinüber, wenn es so weitergeht. Oh ja. Es hat schon so viel Content allein für eine Closed Beta, das stimmt. 8 Charaktere. Ich wünschte, den Trainingsmodus könnte man ein bisschen einfacher anmachen, weil es gibt ihn, aber man muss immer extra in diese... möglichst an ein Arcade-Ding, wo keiner ist. Und das erscheint mir ein bisschen umständlich. Shit. Das unterbricht einen dann aber auch nicht. Mal mehr draus machen können, sei mal ehrlich. Ach, hätte man auch mehr draus machen können. Zum Beispiel das. Isfan, dankeschön fürs Abo. Ja, ja, es hat sicherlich mit der Beta zu tun. Es ist nur trotzdem so ein bisschen, wäre es jetzt so schlimm gewesen, einen Trainingsmodus zu aktivieren, den man halt auch nur ansteuern kann, wenn man online ist. Schwer daraus noch einen Nutzen zu ziehen mit. Geil. Kann übrigens auch das direkt hinterher schicken. Nice. GG. Ja, das meine ich ja aber, Fluffy. Man hätte ja den Trainingsmodus schon aktivieren können, aber nur, wenn man online ist. Wäre jetzt eine meiner
Ideen gewesen. Ich meine, er ist ja drin, man kommt ja drauf zu, ist jetzt also nicht so wild. Es ist ja nur eine Beta. Das ist ja schon eigentlich ein Wunder, dass wir überhaupt einen Trainingsmodus haben. Aber das ist momentan auch die einzige Möglichkeit, wie wir uns gut diese und in Ruhe die ganzen Move-Erklärungen und sowas angucken können. Und da kann man ja auch schon, also diese Hilfen, die es da drin gibt, die finde ich wirklich super. Die habe ich auch schon benutzt. Wo man Drive Impact, Konter und so ein Kram trainieren kann. Das ist richtig cool. Au, au, au. Es hat trotzdem gereicht. Aha, ha, ha. Oh wow, warum hatte ich das nur so kurz? Weil ich dich danach noch kurz erwischt habe. Ich glaube, deswegen war der Impact so kurz von dem Elektro-Ding. Aber GG. Sagte er, obwohl das nur Runde 1 war. Das ist ja unangenehm. Kennt ihr diesen einen Clip von einer Evo? Ich weiß leider nicht mehr, welche Spieler es waren, aber da ist auch einer schon aufgestiegen, aufgestanden, um zu feiern, obwohl nur Runde 1 oder so oben war. Fand ich sehr lustig. Würde mir auch passieren. Zack. So, jetzt aber GG. Ich weiß leider nicht mehr, wer es war, aber es gibt ja so GG-Clip-Compilations und da war das mal drin. Julian, wir können gerne noch ein paar Runden machen. Ich würde nur gerne mal von Geil runterwechseln. Wäre sehr lustig, wenn ich jetzt einfach wieder Yuri kriege. Also Julian, du kannst ruhig weitermachen. Ihr müsst euch jetzt nicht schon wieder tauschen, aber macht, wie ihr denkt. Ja, Guilty Gear? Was, Guilty Gear? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Eine Weile her, dass ich das Video gesehen habe. Chat, ich bin bisher wirklich super happy mit dem Spiel hier. Das ist so schön. Street Fighter 6 war ja nur, um das nochmal festzustellen, es war mein Most Wanted Spiel vom nächsten Jahr und generell so. Also selten hat mich mal etwas bei einer Ankündigung so sehr angesprochen und begeistert. Oh, ich habe mal Chun-Li, sehr schön. Und bisher erfüllt es diese Erwartung rein vom Spielgefühl und von der Präsentation her und ich bin einfach nur happy drüber. Shit. Au. Oh, sehr gut, deinen einfach mit angeschmissen. Sehr gut reagiert. Sehr effektiver Konter dagegen. Klar, Solo-Modus steht noch aus, aber dass das hier schon mal Spaß macht, ist ja, denke ich, schon mal sehr viel, sind schon mal sehr viele Pluspunkte. Parieren sollen. Ah, oh, ich wollte auch gerade. What? Da habe ich. Das muss ich mir in der Wiederholung nochmal angucken. Das fühlte sich ja nach Blödsinn an. Oh shit. Oh oh. So. Back in the game. Das ist eigentlich dumm, ne? An der Stelle zu dingsen. Es gibt auch noch ein paar Sachen, die ich immer noch sehr wenig mache, Chat, wie ihr sicherlich festgestellt habt. Das war ja mein Sweep, Julian. Ich hab gar nicht gemerkt, dass mein Leben schon weg war. Holy shit, GG. Round one. Fight.
Ach, schön. Aber gut reagiert. Ach Gott, der Mist. Ah, ich dachte, ich kann runter durch. Shit. Kein Drive Gauge. Ist immer schlecht. Chrissy, dankeschön fürs Abo. Ja, stimmt, dadurch, dass man immer so viel hochfliegt, ne? Kann man ein bisschen üben. Jo. Aua. Wenn die in diesem Arc kommen, dann fällt es mir sehr schwer, den auszuweichen. Ich lass dich da jetzt nicht hin. Kannst ja vergessen. Oh, das war nicht schlau. Obwohl doch, alles gut. Dachte, der hätte mich jetzt erwischt. Let's go again. Du machst das aber echt gut mit den Modern Controls, finde ich. Aua. Ich habe die ja auch mal angespielt und konnte gar nicht damit. Also, ne, ihr habt es ja im Stream gestern vielleicht gesehen. Das war ja eher ein versehentliches Anspielen. Oh, das war nicht schlau. Schön, wie ich den aktiviert habe, damit er schön in die andere Richtung rennen kann. Oh shit. Oh wow. Schön gejuggelt. Was mache ich denn? Ja, yeah, das wollte ich machen. Ah, ich bin zurückgesprungen. Ganz schlecht. Oh shit, den hast du. Ja. Ja, finde ich auch, Fluffy. Ich mag das voll gern, dass man da so zusammen einfach an so einem digitalen Ort ist und das ist nicht scheiße wie in den Arc System Spielen. Muss man ja auch mal wertschätzen. Oh, ich wollte genau in dem Moment den ankicken. Nee, den kriegst du jetzt aber nicht. Kannst du ja schön vergessen. Ja, verbrauch ruhig deinen Drive Gauge. Hab ich gar nichts dagegen. Ah, das ist nämlich weg. Oh, meins aber auch fast. Was rumgespringen? Nein! Ich meine nämlich verbraucht. Nein! Oh, 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 oh. Oh, oh, ja. Sehr gut. Dumm der Stratege, naja. Nicht so richtig. So, wir können ja noch eins machen, dann können wir mal, wollen wir dann mal ein paar normale Matches machen. Beziehungsweise ich kann ja dann einmal kurz nochmal das aktuelle Arcade-Spiel zeigen. Das hat mir nämlich erstaunlich viel Spaß gemacht. Aber auch nur, weil ich unendlich Continues hatte. So, ich muss mich mal ein bisschen konzentrieren hier. So. Da war das tatsächlich hier, Jatta. Ich hab's leider aus Reflex weggedrückt. Hehe.
Oh, ich kann da scheinbar nicht rausgraben. Mir ist nun gerade wieder eingefallen, dass ich ja eigentlich einen Airgrab habe und ihn öfter benutzen sollte. Oh, der trifft. Ja. Nice. Genau, den nehme ich. Oh, ich wollte auch gerade. Und dann bin ich selber rein. Eieiei. So, deine Gewohnheit ein bisschen ausgenutzt, die Sprunggewohnheit. Ach ja. So, was ich vorhin eigentlich sagen wollte, gehe jetzt mal raus. Den Drive Dash oder wie er heißt. Und dann gibt's noch den Drive. Oh, wie heißt der denn? Break. Auf jeden Fall das, was man macht, wenn man blockt. Wenn man aus dem Block heraus den Drive Impact quasi macht oder sowas ähnliches. Das benutze ich immer noch zu selten. So, guck mal, hier kann man nämlich heute spielen, Magic Sword. Können wir das eigentlich auch zu zweit spielen, Chat? Nee, ne? Weil hier steht 1-2 Players, aber ich glaube, es ist nur... Free Play Ranking Challenge? Ranking Challenge habe ich hier noch nie gemacht. So, wir spielen auch gleich normale Matches weiter, Chat. Könnt ihr mir jetzt, wenn ihr da drum herum sitzt, könnt ihr da einfach zugucken oder so? So, im Freeplay könnte ich jetzt hier frei Credits erhöhen. Hier geht das aber nicht. Und das ist einfach so ein D&D-angehauchtes Fantasy-Beat'em-up. Das finde ich ganz cool aussieht. Ich glaube übrigens, man kann nicht... Also ihr seht ja hier die Settings. Oh, es läuft weiter. Man kann nicht die Scanlines oder sowas verändern. Ich weiß nicht, ob das im finalen Spiel dann irgendwie geht. Ach, ihr könnt zuschauen, das ist ja cool. Das finde ich, ist das nicht super? Das ist wirklich eine Arcade, wo ihr anderen zugucken könnt. Und hier spielt man ja auch wirklich um den Highscore. So, hier kann ich mir so Zusatz-Leute befreien, die dann auch mit mir mitkämpfen. Und der wird jetzt aber ersetzt dann durch den anderen, zumindest wenn ich in die reinlaufen würde. Oder doch nicht? Aber zumindest war das beim letzten Mal so. Und ich habe so einen Attack, der sich auflädt. Weil ich habe das Spiel wirklich noch nie gespielt, Chat, falls es der große Klassiker ist. Aber ich habe das Gefühl, über Magic Sword reden jetzt nicht so viele Leute. Ihr seht ja, wie sich meine Leiste da unten auffüllt. Und wenn die sich auffüllt, dann mache ich diesen Zelda-artigen Schwertschlag, der ein Projektil wird. Und das erinnert mich irgendwie auch ein bisschen an Secret of Mana. Die Tatsache, dass sich meine Waffe da so unten auflädt, halt immer automatisch. So, direkt der Manticore hier. Oh. Ah, oh, ich stelle mich schon direkt an. Man muss ja eigentlich dem Feuer immer ausweichen. Und dann ihn natürlich auch. Oh, wow. Die Challenge ist wirklich auf einem Leben. Das ist ja heftig. Oh, ich würde mir gern das Artwork da links größer anzeigen lassen. Guck mal, wie toll das aussieht. Weil, also vorhin habe ich es halt eine ganze Weile tatsächlich gespielt, einfach immer mit mir selber Credits gegeben im Freeplay. Und ich bin sehr weit gekommen. Ich habe diverse Levels durchgespielt, diverse Bosse besiegt. Da war teilweise ein richtig großer Drache dabei oder so eine komische, so zwei Schlangen, die aus so einem Stein rauskamen, während ein Zauberer im Hintergrund rumflog. War sehr lustig. Ist auch super schwer. Also ohne die Free Credits ist das, glaube ich, nahezu unmöglich oder man muss halt sehr viel Erfahrung haben. Oder zu zweit sein, weiß ich gar nicht. Was soll ja zwei Spieler haben? Guck mal, man kann hier wirklich Overall Ranking gehen. Da sind wir jetzt, glaube ich, nur auf Nummer 388, weil das hier wahrscheinlich nicht allzu viele Leute machen. Ja, genau, Huge. Das, was ihr jetzt gerade gesehen habt, wäre das Adäquate von wegen, wir haben diese, die, ich weiß nicht, wie viel das damals gekostet hat, 50 Pfennig. Arcade-Erfahrung in Deutschland war ja nicht so groß.
Und dann wärst du halt nach 5 Minuten tot und hättest die nächsten 50 Cent reinschmeißen müssen. So, jetzt können wir uns ja mal hier ein Plätzchen aussuchen. Hier ist noch frei. Dann können wir mal hier ein bisschen spielen. Wobei, Chat, ich sehe auch gerade... Wisst ihr was? Wir machen das mal anders. Ich setze mich mal auf Spielerseite 2. Dann müsst ihr nicht immer auf Spielerseite 1 spielen. Und dann könnt ihr hier einfach rankommen, Julian oder Fluffy. Fluffy, warst du Devi auf dem Server? Auf dem Discord? Ich will nur auf Nummer sicher gehen, nicht, dass ich mir irgendwas falsch gemerkt habe. So, ihr müsst mich mal wieder finden hier. Oh, bin ich jetzt random gegen irgendjemanden? Ja, okay, Fluffy, gut. Nee, okay. Ich habe gerade nicht gesehen, wie sich da jemand hingesetzt hat, deswegen war ich kurz verwirrt. So, ich habe wieder Chun-Li. Probieren wir es mal. Oh. Ah, okay. Irgendwie ungewöhnlich, weil die Perspektive direkt eine andere ist, oder? Das habe ich mich so umgewohnt. Oh, nein, du hast kurz nach mir gemacht. Man kann das tatsächlich auch genau gleichzeitig machen. Das habe ich auch schon mal geschafft. Ja, Julian, die Stage richtet sich nach deiner persönlichen Präferenz. Also, Fluffy wird hier auch gerade die Stage sehen, die er sich als Präferenz eingerichtet hat. Oder halt eine zufällige. Aber die sind unterschiedlich. Was auch bedeutet, dass wir, wenn wir nicht möchten, müssen wir diese dämlichen Trainingstages nicht mehr sehen. Ist das nicht schön? Weil die Trainingstage in dem Spiel ist auch echt nicht hübsch. Man kann ja auch in den Profileinstellungen einstellen, welchen Song man haben möchte und so ein Kram. Also ist schon ganz nett. Ich wusste, dass das jetzt kommt. Trotzdem habe ich nicht gut reagiert. Nicht auf meine Drive Gauge geachtet. Gefährlich. Das kann ich nämlich nicht mehr parieren. Uff. GG, Flavi. Endlich befreit von Trainingstage, ja. Indeed. Ich bin auch nicht mehr gewohnt, dass das so schnell geht, Chat. In allen anderen Fighting Games dauert es so lange, bis ein neues Match startet und hier einfach so, ja, ja, let's go, direkt weiter. So ein spaßiges Spiel. Oh. Oh. Oh no. Schon wieder nicht auf meine Drive Gauge geachtet.
Jetzt benutze ich sie halbwegs mal häufig, aber dann tatsächlich auch zu oft. Oh ja, jetzt bin ich hier sehr offen. Shit, shit, shit. Oh, das war's. Ja. Yep. Glaube, das müsste ein Kill sein. Immer ein sehr schöner Kill. Man kann das tatsächlich auch schon in der Beta die Sprache der Kämpfer und Kämpferinnen individuell einstellen. Deswegen sind bei mir Chun-Li, Yuri, Ryu und Jamie auf Japanisch momentan. So, ihr seht aber meine Drive Gauge wieder sehr weit unten. Das heißt, ich sollte höchstens noch parieren, um sie wieder zu regenerieren. Außer natürlich, der Parry kommt mit einem falschen Read. Dann regeneriere ich da nämlich gar nichts. Alter Fluffy. GG. Das hätte sehr in beide Richtungen gehen können. Ich merke aber direkt, wie viel mehr Spaß es macht, gegen euch zu spielen, als gegen irgendwelche Randos. Bei denen ich das Gefühl habe, die sind sonst da wo. Vom Skill-Level meine ich nicht örtlich. Button heavy gerade. Und das ist ein Stun. Ja. Den klassischen Stun gibt es auch noch in dem Spiel, wie ihr gesehen habt. Gerade habt ihr es nur so ein bisschen gesehen, aber. Ich liebe diesen Overhead von Chun-Li. Oh, wow. Durch angegriffen. Oh, shit. Ich hätte einfach durchziehen sollen. Sehr ungeduldig gespielt von mir. Ja. Da hast du auch nur drauf gewartet. Und da kann ich auch schon nichts mehr machen. Das war eine sehr konsequente Runde. Come on! So! Aber richtig gut. GG.
So, ich will nochmal Charakter wechseln. Dann könnt ihr vielleicht auch nochmal wechseln. Ist das nicht ein spaßiges Spiel, Chat? Sag doch mal ehrlich. Sag doch mal ehrlich, so rein von der Zuguckerfahrung. Ich gehe wieder auf Player 2. Ja, ich mag es ganz gern, random zu spielen, weil ich da gerade... Mag ich sehr. Es ist ja ein limitiertes Charakterroster, das heißt, es ist nicht ganz so überwältigend. Aber ich krieg sie dann alle so ein bisschen... Krieg für alle so ein bisschen ein Gefühl. Und das ist so das Ziel für diese Beta. Mach mich noch neidischer, es tut mir sehr leid. Oh, huch, ist ja jetzt auch das Pixel Art. Ist das komplett random? Ich dachte, die Pixel Art Sachen kommen nur... Oh, ich hab mal wieder Jamie. Ich dachte, die Pixel Art Sachen kommen nur, wenn wir im Extreme Battle sind, aber scheinbar nicht. Meine Einstellung dafür habe ich noch nicht gefunden. So, wie war denn jetzt Jamie nochmal? Auf jeden Fall trinken. Okay. Oh shit, ich hätte länger parryen sollen. Definitiv sehr spaßig zum Zuschauen, das freut mich sehr. Ja, Maximilian Dude war ja im Vornherein. Ich habe ja ein bisschen was auch von seiner Vorberichterstattung gesehen. Und er war da ja auch sehr angetan von, vor allem, dass sie auf so viele Sachen hören, die so lange Beschwerden sind oder Beschwerden waren und einfach so viel Komfortsachen drin haben und den Story-Modus auch mal... Ne, das Gewicht geben, das er vielleicht verdient heutzutage, wenn man sich Mortal Kombat und sowas anguckt. Und dann trotzdem die Competitive-Seite, aber absolut nicht vergessen. So. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon den Damage-Bonus bekomme. Ist das überhaupt der Move, der den Damage-Bonus hat? Einer der Specials hat immer den Schadensbonus, wenn man unter 25% Health ist, aber ich glaube, der hatte den jetzt noch nicht. Das ist ja schön. Wie wir beide uns gegenseitig parierend gegenüberstanden. Ja, wirklich huge, ne? Mit Monster Hunter, mit Resident Evil. Ich habe auch das Gefühl, Capcom ist, ja, wie du schon sagst, on a roll. Vergesst das Trinken immer noch sehr schnell, Chat. Es geht aber auch nicht ganz so leicht. Also ich habe immer das Gefühl, die Verzögerung ist zu hoch zwischen mein Move ist zu Ende und ich kann einen Schluck nehmen. Sehr schön pariert. Oh, von mir gar nicht schön pariert. Oh, auch nicht gut geimpacted. Dankeschön. Super Saiyan. Es ist gefährlich, was du da machst, Julian. Ja, da wollte ich parryen. Aber so geht das nicht. Ah, shit. Ich
Shit, 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 shit. Da wollte ich gerade grabben. Kam direkt die Rache. Ey, 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 ey. Ein cooler Dude. Jamie wins. GG, der auch, Julian. Ja, der war Mega Man. Mega Man World wollte ich gerade sagen. Wäre das nicht schön, wenn wir dieses Spiel hätten, das nicht existiert? Chat? Mega Man World? War Monster Hunter World wirklich der Anfang? Ich weiß es gar nicht mehr, aber doch schon, ne? War doch das erste AI-Engine-Spiel. War das vor Resi 7? Oder war... Nee, war nicht Resi 7 davor? Ich glaube, Resident Evil 7 war so der Anfang vom neuen Capcom sozusagen. Sehr mutig an der Stelle zu trinken von mir. Mit Resi, ne? Stimmt, Monster Hunter World lief ja noch auf MT Framework. Das vergesse ich immer wieder, Chat. Da mussten wir schon mal im Podcast korrigiert werden für... ja, stimmt. Wir haben noch gar keinen Monster Hunter mit aktueller Grafik in AI Engine, ne? Wir haben halt Rise, aber das ist ja zu... Entschuldigung, ich liebe diese Momente. Das ist ja zurückgedreht. Oh, shit. Wegen der Switch. Das ist ja kein Hardware. Das braucht ja nicht so viel Hardware. Shit. Das war richtig nice. Gott, guck mal, wie hübsch das ist. Pass mal jetzt auch auf den Boden auf. Das bleibt nämlich. Oh, in den Drive Impact rein. Fuck. Auf der Switch sieht es richtig gut. Ich finde auch auf dem PC sieht Monster Hunter Rise richtig gut aus. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Da geht schon noch deutlich mehr. Und wenn ich mir das jetzt mit der AI Engine vorstelle, ja, bitte gerne. Ich bin total der AI Engine Fan. Ich finde, Capcom produzieren somit die hübschesten Spiele in den letzten Jahren. Freestyle, Freestyle. Merkt ihr übrigens, wie sich die Musik verändert hat? Weil, Julian mit Kimberly diesen Super gestartet hat und er hat dadurch jetzt einen Buff, den er auch noch in dieser Runde behält. Und mich auch gerade irgendwie ganz schön platt macht. Aber ich soll vielleicht auch mehr aufpassen. Oh. Ach, das war's wieder du zuerst. Irgendwie habe ich da immer Pech. DMC 5, oh, eins der hübschesten Spiele? Ja, auf jeden Fall. Und überlegt mal, wir kriegen Dragon's Dogma 2. Chat. Das müssen wir uns alle nochmal ins Gedächtnis rufen. Das wird ja garantiert auch... Oder es könnte auch Unreal Engine werden. Aber ich glaube, es wird AI Engine. Oder haben sie das sogar schon gesagt? Weiß ich gar nicht. Oh, Jamies Theme ist so gut. Komm da runter jetzt. Jetzt machen wir kein Späßchen mehr hier. Perfect Parry. Oh no. Oh shit. Ich nutze meine Supers auch viel zu selten. Ach Tom, was machst du denn? Oh, da habe ich den Angriff versehentlich abgebrochen. Ja, das war gerade sehr stümpig gespielt. Aber GG. Ach nee, ist ja noch eine Runde. Irgendwie bin ich heute nicht gut im Rundenzählen. Wow, dass der Grab durchkam.
Nee. Oh shit. Aber schön, dass du noch reingesprungen bist. Drinks doch mal zwei benutzte AI Engine? Ja, ne? Hätte mich auch sehr gewundert. Nee. Lange parryen will ich auch nicht. Oh shit. Oh no, ich spring genau rein. Oh Gott sei Dank. Jamie Too Hot, ja. Ich mag das voll, wie seine Haare sich öffnen. So nach der Runde wechsle ich nochmal raus. Aber voll schön, dass ich jetzt in der Community nochmal, wenn es auch nur zwei sind, immerhin Leute gefunden haben, dass wir hier ein bisschen zusammenspielen können, Chat. Finde ich voll schön. Mal, wie schnell ich gerade mein Drive verpatzt habe. Und trotzdem! Ja, Pazifista, let's go! Spielt alle Street Fighter 6? Dann haben wir richtig volle Lobbys, wenn wir da Community Matches machen. Bisschen zu lange gesprungen. Oh. Ah, es fühlt sich gut an. GG, Julian. Oh, genau, Huge. Crossplay gibt's ja auch. Hot damn, ist das ein gutes Spiel? Ist das jetzt schon mein Spiel des Jahres, Chat? Darf ich das zum Spiel des Jahres 2022 küren? Ich habe ja keine offizielle Liste mehr, ich darf das doch, oder? So, ich wechsle nochmal Charakter und dann können wir nochmal gegen Fluffy spielen. Guck mal, ist schon wieder über eine Stunde um. Hat sich nicht so angefühlt. Ja, klar, Julian. Go ahead. Lad ruhig hoch. Jetzt habe ich Jamie. Nee, hatte ich nicht gerade auch Jamie? Ich hatte gerade Jamie. Ja, genau, Huge. Aber ich glaube, damit mache ich nur Leute sauer. Aber so richtige gute Videos mache ich ja eh nicht mehr. Was nicht heißt, dass sie nicht irgendwann zurückkommen können, aber in den letzten Jahren hatte ich da gar keinen Bedarf zu. Und tatsächlich auch nicht so richtig die Energie, weil ich mache ja schon die Community-Goti-Videos. Da habe ich ja die meiste Arbeit mit. Ich finde es fast eher verrückt, dass ich das früher beides gemacht habe. Warum habe ich... Hätte ich einfach ein bisschen länger gedrückt? Ja, und ins Gesicht. Aua, aua, aua. Ja, wir hatten dieses Jahr tatsächlich einige Fighting Games, Chat. Wir hatten DNF Duel, wir hatten King of Fighters.
Habe ich eins vergessen? Ein großes? Und Ankündigungen für nicht nur das hier, sondern halt auch für Tekken. Also das ist schon krass. Volles Fighting Game hier. Die Capcom Collection, genau. Von diesen dreien gefällt mir die Capcom Collection tatsächlich am besten. Ich trinke schon wieder kaum, Chat. Ist nicht gut. Stay hydrated. Stay hydrated. Ich würde jetzt einen Schluck trinken, aber ich habe keine Zeit. Die Capcom Fighting Collection war wirklich toll. Oder ist wirklich toll. Holt ihr euch. War mutig an der Stelle zu trinken, gebe ich zu. Das ist das, was ich auch noch zu selten mache. Oh, da hatten wir kurz einen Ruckler. Shit. Es war sehr unklug, das als Overdrive zu machen. Weil jetzt meine Drive Gauge weg ist. Und zwar ohne Grund, war viel zu großes Risiko. Shit. GG, Flavi. Again. Ich mag Geils Design in dem Spiel auch voll gern. Ich mag sie alle gern, Chat. Bisher gab es für mich noch keinen, wo ich sagte, was soll das denn? Ganz im Gegenteil. Oh, ich hab mal gewonnen. Ein Grab ist eigentlich nicht das Beste, was man da draus machen kann, aber es ist safe. Also der andere Kram ist auch safe, aber ich habe noch nicht so wirklich eindrucksvolle Kombos oder sowas drauf. Geils Pixel-Design ist echt hässlich. Ich hab's gerade nicht im Kopf. Oh, schöner Einsatz von dem. Heavy. Oh, das hat doch nicht gegolten als Schluck. Da habe ich schon wieder nicht die Follow-up-Buttons gedrückt. Ich muss bei Jamies Moves manchmal selber noch Buttons hinterher drücken, weil die modifizierbar sind. Sonst kommt da nämlich nichts raus und naja, dann seht ihr, was passiert. Guckt euch die Muckis an, ey. Da bist du doch einfach K.O., wenn du einmal auch nur davon gestriffen wirst. Das sollte ich auch eigentlich nicht zu oft machen, weil es halt super unsafe ist. Ach, come on. Da hat er schon die Seite gewechselt. Down, ja. GG, Flavi. Komme ich gerade nicht durch. Geil, haut aber auch echt gut rein. Verzeiht übrigens, dass wir gerade auf der Trainingstage spielen.
Die Range. Ach stimmt, du wurdest ja weggedrückt. Hab ich gar nicht gemusst. Backhand. Ach, genau reingesprungen. Wie ging denn nochmal der Kick aus der Luft, Chat? Ah, there we go. Kann ich ja jetzt auch. Sollte ich viel öfter machen. Stimmt, Grab geht ja daraus nicht. No! Das war so knapp. Netcode, also ich spiele jetzt gerade tatsächlich mit, die PlayStation 5 ist über WLAN verbunden. Wenn ich Off-Cam spiele, ist sie in einem anderen Raum und da ist sie über LAN-Kabel dran und bei beidem fühlt es sich sehr gut an. Ich merke zwar manchmal durchaus so eine Art jetzt Lags, nicht in dem, was ich tue, sondern eher in dem, was der Gegner macht. So das, was man halt manchmal klassischerweise sieht bei Rollback mit höherer Latenz. Das, was vor- oder zurückgespult wird oder eine Animation wird abgebrochen, das ist mir durchaus schon begegnet. Aber mein eigenes Gameplay fühlt sich immer super smooth an und unverzögert. So würde ich es bisher bezeichnen. Und die meisten Matches, die ich hatte, sind, da ist mir gar nichts aufgefallen. Also das ist wirklich... Street Fighter 5 ist dahingehend nochmal ein paar Ecken weiter drunter. Weil bei Street Fighter 5 merke ich regelmäßig größere Lags oder sowas. Und das hatte ich bisher hier nicht. Also dahingehend ist das echt ein Erfolg. Wie du einfach ankamst, mich genommen hast. Rude. Ja, okay, das war durchschaubar. Oh, das auch. Das ist gerade sehr dumm. Ah, ist das alles vermeidbar. Ich benutze Jamies Anti-Air übrigens recht selten, weil ich ihn nicht so sehr mag. Weil er hat ja eigentlich... Eigentlich hat er ja einen. No! Ja. Das war's. Ja. Kann man seinen Avatar in der Lobby irgendwie nochmal ändern? Nicht in der Beta. Im vollen Spiel geht das. In der Beta kannst du nur diese Klamotten kaufen. Es gab so ein Textfenster, nachdem du fertig warst mit der Charaktererstellung, wo sie gesagt haben, dass das in dieser Spielversion nicht nochmal änderbar ist. Ach, dieser Grab-Reflex ist so viel zu groß. Come on.
Achso, du hattest da Serverprobleme. Das ist natürlich gut. Deswegen hast du deinen Avatar einfach nicht groß erstellt, quasi, Julian. Weil du hattest ja so den Standard-Dude, glaube ich, vom Anfang. Oh no, ich will nicht in die Ecke. Ja, hast du schön gebaitet. Sehr erfolgreich. Hätte ich ja eigentlich auch das andere machen können. No, no. Shit. GG. Ich komme irgendwie mit Jamie gerade nicht durch deinen Geil durch, Flavie. Lass mich mal Charakter wechseln. Ich würde gerne einmal Charakter wechseln. Weil wir hatten vorher schon Jamie. Ich würde gerne mal was anderes spielen. Ey, aber immerhin hast du einen schönen neuen Pulli. Ist doch auch schön. Chat, wie findet ihr eigentlich das neue Lighting im Stream? Wir haben jetzt hier auch so bei mir so farbiges Licht. Ich könnte das theoretisch auch nochmal ändern. Also in eine andere Farbe, meine ich. Courtesy of Mats Middelberg. Weil Mats hatte noch so Beleuchtungslampen von seiner Hochzeit, die er nicht mehr gebraucht hat. Und er hat uns gefragt, ob wir die brauchen. Wir haben sie tatsächlich bei Hooked, beziehungsweise für Timed oder jetzt auch schon mal eine Aufnahme benutzt. Und ich mag es voll gern. Ich mag voll gern, dass ich dem jetzt so einen Akzent geben kann. Jetzt sehe ich noch mehr aus wie jeder andere Stream. Und da bin ich sehr happy mit. Nee, aber vor allem, das Ding ist ja, das geht Robin so, es geht mir so, ich glaube, es geht auch Leo so. Wir gucken immer auf Mats Stream Setup und sind so alle total ehrfürchtig, weil das da so hübsch aussieht und er seine Kamera so schön gesetupt hat mit den Lichteffekten und so. Es sieht so richtig professionell aus. Und wir versuchen da uns zu nähern. Nee, jetzt lasse ich es in diesem Pink erstmal. Ich finde, es passt ganz gut zu Street Fighter. Gott, jetzt kriegen wir tatsächlich mal Ryu gegen Ken. Jetzt habe ich so lange kein Ryu mehr gespielt. Ryu hat einen seiner V-Skills. So, hallo, da bin ich wieder. Seid ihr auch wieder da, Chat? Boy, howdy. Eieiei, also, hier war gerade Stromausfall. Hier war gerade kompletter Stromausfall. Die gesamte Straße war dunkel. Und es war tatsächlich auch ein bisschen spooky. Weil ich glaube, ich habe in Berlin noch nie in absoluter Schwärze gesessen. Oder zumindest kam es mir noch nie so dunkel vor. Weil da auch draußen die Lichter und so aus waren. Ne? Wenn da nichts beleuchtet wird, reflektiert auch nichts und dann sitzt er halt im Schwarzen. Wegen meiner Streambeleuchtung. Psst, Julian, das dürfen wir niemandem erzählen. Ja, jedenfalls habe ich mich da sehr erschrocken. Ich weiß jetzt übrigens auch nicht, ob ich in der Aufzeichnung, ob ich das zusammenschneide oder separat hochlade, muss ich mal gucken. Ja, Mats Beleuchtung hat die Berliner Elektrizität überfordert. Das ist das, was er uns nicht dazu erzählt hat, ne? Das hat er wieder verschwiegen, die hohen Stromkosten. So, Leute, ich gehe mal in Server 6, falls ihr wieder hinterherkommen wollt. Ja, und dann, als der Strom wieder angegangen ist, was nur ein paar Minuten gedauert hat, es war ja nicht lange dunkel, ist dann hier in der Wohnung erstmal die Sicherung rausgeflogen, weil so viele Sachen gleichzeitig angesteckt waren, die dann natürlich auch gleichzeitig angegangen sind. Und dann musste ich erstmal bei den Sicherungen noch ein bisschen rumspielen und vorher ein paar Sachen rausstecken und die dann wieder reinstecken und dann ging das Internet erstmal eine Weile nicht und deswegen hat das jetzt eine Weile gedauert, weil ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich offline war, bestimmt irgendwie 10 oder 15 Minuten, ja? Das ist echt ärgerlich. Chat, ärgerlich. Wir hatten so viel Spaß und den wollen wir jetzt noch weiter haben. Weil ein bisschen können wir schon noch spielen. Würde ich sagen. Julian, ich kann ja auf dich warten. Fluffy, ist Fluffy wieder da? Ist Devi wieder da? Ach, wie ärgerlich, Chat.
aber wir wollen, wie gesagt, noch ein bisschen Street Fighter 6 spielen. Wir hatten nämlich gerade richtig Spaß, einfach ein paar Online-Matches zu machen. Angefangen haben wir heute mit Extreme-Matches, die haben auch richtig Spaß gemacht. Beziehungsweise Extreme Battles, das ist einfach dieser Minigame-Modus. Ich habe meinen Discord. Damit habe ich heute nicht gerechnet, Chat, dass ich im kompletten Dunkeln sitze. Meine Freundin ist gerade unterwegs. Ich frage mich, wie weitreichend dieser Stromausfall in Berlin war. Ob sie das auch mitbekommen hat. So. Ich kann mich ja hier schon mal irgendwo hinsetzen, falls dann einer von euch kommt oder irgendjemand von irgendwo anders. Ist das ja okay, solange wir wieder ein paar Matches haben. Oh, ich freue mich sehr auf den Release dieses Spiels. Wir werden es ja im nächsten Jahr bekommen. Ich bin auch ehrlich gesagt total erstaunt, wie alle Elemente, die sie uns hier zeigen, auch schon sehr fertig wirken. Na, es wirkt schon sehr polished. Ich sehe jetzt nicht viele Bugs oder sowas. Und da bin ich dann sehr zuversichtlich, dass der Release nächstes Jahr klappt. Und ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass das ein Release für die erste Hälfte 2023 ist. Ich weiß gar nicht, ob sie das schon mal näher eingeschränkt haben, Chat. Falls ja, könnt ihr das gerne ergänzen. Weil ich habe immer im Kopf, dass es eigentlich... Aber vielleicht ist das auch mein eigener Headcanon, dass es eigentlich eher Richtung Frühling erscheinen könnte. Aber vielleicht ist das auch nur Wunschdenken. Das wäre etwas, auf das ich mich sehr freuen würde. So. Chat, ich habe mir vorhin übrigens für unter anderem auch für die Dienstag-Streams, die wir immer machen, wo wir meistens Retro-Spiele spielen, da habe ich mir ganz viele Spiele bei dem GOG.com Sale geholt, weil es da ganz viel Kram auch wirklich für 80 Cent gibt oder sowas. Oder sind viele so uralt PC-Adventures dabei, Myst-Klone oder halt so klassische Adventures mit fester Kameraperspektive. Und da habe ich mir mal einige von geholt, weil ich die super interessant fand. Und ich habe mir mal Schleichfahrt geholt und die zwei Aquanox-Teile. Die habe ich zwar auch auf Heft-DVD hier irgendwo rumliegen, aber digital ist dann schon nochmal angenehmer. Weil ich nämlich den letzten Stay Forever Podcast zu Schleichfahrt gehört habe und das fand ich richtig cool. Ich habe früher immer nur Aquanox 1 gespielt und ganz bisschen Aquanox 2. Aber so mal den Hintergrund von Schleichfahrt zu hören, war auch total interessant. Das ist ja so eine Reihe von Massive damals. Und da war ich dann so interessiert, dass ich mir dachte, hey, holst du dir das Spiel mal, weil das gibt's ja ganz easy auf GOG. Nicht auf Steam tatsächlich. Auf Steam gibt es die Aquanox-Teile und da habe ich auch festgestellt, dass es einen dritten einen dritten Aquanox-Teil gibt. Vom vorletzten Jahr oder so. Der wo richtig doof sein soll. So ein THQ Nordic-Ding habe ich gar nicht groß mitbekommen, dass da ein neuer Teil rausgekommen ist. Ich weiß auch nicht, wie viele von euch, könnt ihr auch gerne in der Aufzeichnung in die Kommentare schreiben, wie viele von euch Aquanox noch kennen. Das war damals voll der Grafikhammer. War aber auch ein cooles Spiel. Sehr verquatscht. Wie sich hier kein anderer dazusetzt, Chat. Julian, du musst kommen und uns retten. Ich meine, ich könnte ja auch andere Leute suchen. Mache ich das mal aber, wenn du noch ein bisschen brauchst mit dem Rendern. Guck mal, hier sitzt doch jemand. Solo. Mit einem Geil. Da können wir doch mal mitspielen. Sag dir auch noch was, Huge. Aquanox war wirklich cool. Ich mag das Szenario von Aquanox so gern. Subnautica ist das ja auch so ein bisschen, aber Subnautica ist nicht so ganz die Art Spiel, die ich mir wünschen würde von so einem Unterwasser-Setting. Aber ich mag den Ansatz, das im Wesentlichen so ein bisschen wie eine Weltraum-Sim zu behandeln. Nur, dass du halt am Meeresboden bist und dadurch immer einen Horizont hast. Also, wer bin ich? Ich bin Yuri. Perfekt, habt ihr das gehört? Sonic Boom.
Schade, dass sie sich nicht komplett drunter durchduckt unter die Projektile, wenn sie ihr eigenes schießt. Da komme ich gerade nicht durch. Nach dem Match können wir gerne wieder gegeneinander spielen, Julian. Genau, Massive, also nicht das Massive, das wir heute kennen, sondern das Massive damals war ein deutsches Spiel. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ich glaube, die gibt es nicht mehr. Oder wenn, dann sind sie irgendwie dann Teil von Blue Byte geworden oder so, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das haben sie bestimmt auch in dem Podcast gehört, den ich gehört habe. Gesagt, in dem ich, oder in dem Podcast gesagt, den ich gehört habe. Jesus, Maria. Ich weiß gar nicht, warum ich mich davon so viel treffen lasse, weil es ist ja eigentlich so easy. Aber der ist halt sehr geduldig, ne? Der baitet mich einfach rein. Ich will mal ein Rematch machen, Julian, falls er ein Rematch annimmt. Ich bin der Meinung, das kann ich besser. Die Grafik-Engine ist krass. Das ist super. Ja, der macht das schon sehr gut. Aber was macht er, wenn ich hier bleibe? Ist er dann wirklich einfach später dann das Time Game? Macht er wirklich, ne? God damn it. Da bin ich mit Yuri noch viel zu sehr auf dem Anfängerlevel, als dass ich da groß was machen kann. Classic Guy, ja, sehr Classic. Graf Zahn, hallo. So reicht dann auch. Ich will wieder gegen euch spielen. Oder Singular, gegen dich, Julian. Es sei denn, Graf Zahn hat auch einen Beta-Key bekommen. Aber ich glaube nicht, oder? So, komm, wir gehen mal hier. Wo gehen wir denn hin? Hier ist leer. Stream, warte mich nicht mehr, dass ihr online geht. Das muss eigentlich eine Einstellung bei dir sein oder ein Bug. Aber das tut mir natürlich leid. Was soll denn das? Das Feuer. Ich finde irgendwie sehr lustig, wie unterschiedlich diese Bildschirme aussehen. So ein hübsches Spielchat. Guckt euch diese Charaktermodelle an. Ach, ich bin ja Ryu. Ich dachte gerade kurz, ich bin schon Lee. Ups.
Oh, ich dachte, ich habe geparried. I apparently did not. Macht nichts. Mhm. Sehr schön. Ah, shit. Oh, shit, da war das Timing von meinem Parry ja ganz schlecht. Ja, toll. Ja, Drave Gauge Management ist etwas, das ich noch lernen muss, Chat. Oh nein, ich hab ein... Buttons, Chat, Buttons. Oh, wow. Damit hatte ich nicht gerechnet. Nein, ich bin genau... Ich habe gerade einen Shiryuken gemacht. Ja. Genau reingesprungen. Kann jetzt Overwatch 2 spielen? Hab keine Mobilnummer. Ich verstehe den Zusammenhang gerade nicht so ganz. Graf. Oh, shit. Es sieht schon sehr geil aus, wenn man diese ganzen Kicks von Chun-Li spammt, aber ich halte halt wirklich nur zwei Tasten gedrückt. Sind nicht mehr ganz so eindrucksvoll wie in Third Strike. Sehr bouncy. Oho. Man konnte Overwatch 2 nicht spielen, ohne die Nummer einzugeben. Ich habe heute gesehen, die das nicht spielen konnten, weil sie Prepaid statt Vertrag haben. What? Yeah, GG, Julian. Ich bin sehr verwirrt, weil meint ihr irgendwie eine bestimmte Version von Overwatch dann? Kann man das Mobile spielen? Ich habe Overwatch bisher von Teil 2 auf dem PC 2 Matches gemacht und dann festgestellt, wie sehr es doch Overwatch ist. Und das macht mir zwar Spaß, aber habe ich irgendwie dann auch erstmal wieder ausgemacht. Aber vielleicht spiele ich das später nochmal weiter. Aber momentan, wenn ich Street Fighter 6 spielen kann, Leute, und bei Overwatch 2, generell nicht nur bei Overwatch 2, inzwischen habe ich eine sehr negative Reaktion darauf, wenn mir ein Spiel einen Battle Pass präsentiert. Weil ich bin wirklich kein Freund von Battle Passes. Das ist immer so ein Zeichen von, hier, wir haben unsere Spielerprogression ruiniert, damit wir ein Monetarisierungssystem haben. Das habe ich ja neulich bei Multiversus schon festgestellt, wo ich das auch nicht wirklich mag. Und, ja, kein Fan von. Fuck. Oh, wow. Aua, Julian. Oh.
Das war voll cool. Alle Spieler müssen eine Telefonnummer für Overwatch 2 registrieren aus Sicherheitsgründen. Okay. Habe ich das dann scheinbar einfach schon? Ich meine, muss ja. Ich habe ja 2-Faktor-Authentifizierung bei Battle.net. Oh, warum habe ich denn das jetzt gerade gemacht? Wollte ich auch gerade machen. GG. GG. Schade, dass Fluffy weg ist. Aber auch verständlich. Die Pause ging ja eine Weile. Die unfreiwillige. Gott damn it, ich laufe ja gerade in all deine Fallen rein. Ich sollte mal ein bisschen mehr aufpassen, wa? Getting back in. Oh, ich wollte eigentlich ein paar Doku machen. Das passiert mir manchmal mit meinem BASD Arcade Stick, dass ein Fireball zu einem Dragon Punch wird. Nein. Wollte einen Dragon Punch mal. Da ist dann was ganz anderes draus geworden. GG. Guckt euch an, wie gut der aussieht. Mein Gott. So, ich will mal den Charakter wechseln. Ach, du auch. Sehr gut. Das passt ja. Musste man auch warten, wenn man bereits einen Two-Factor-Authenticator mit Battle.net hatte? Dann hat es nichts mit Overwatch 2, sondern mit Absicherung des Accounts zu tun. Gegebenenfalls auch mit Alter des Accounts. Ja, weiß ich gar nicht. Mir ist das gerade neu mit der Nummer und so. Yuji, ich lese auch gerade, deine Sorgen wegen Diablo 4 werden größer. Ich bin da immer noch recht zuversichtlich, aber meine Sorgen gelten, also die Monetarisierungssorgen, die werden größer. Ich glaube, das ist auch das, was du am ehesten meinst, oder? Aber ich habe auch noch Sorgen um dieses Open-World-Spiel-Konzept, aber ich finde halt das Gameplay, was man so sieht von Diablo 4, finde ich tatsächlich echt nice. Aber ja, mit Diablo Immortal ist ja mega erfolgreich, auch wenn sie dafür voll eine Schelte bekommen haben. Aber das haben so viele Leute gespielt und so viel Geld dafür ausgegeben. Das ist so ein Scheiß, dass diese Art von Monetarisierung so gut funktioniert. Obwohl man da nur in ein Hamsterrad im Wesentlichen gesteckt wird. Und ich verstehe ja, dass einem das Spaß macht, dieses Spiel zu spielen. Aber die Art und Weise, wie es einem Geld aus der Tasche zieht, ist halt trotzdem scheiße. Rein psychologisch. Aber auf Diablo 4 freue ich mich trotzdem noch. Vorsichtig, wohlgemerkt. Und ich bin auch tatsächlich interessiert an Dragonflight, an World of Warcraft. Am nächsten Addon. Da werde ich sicherlich auch mal reinspielen. Ich jetzt einfach wieder Ryu? Naja, wenn man Zufall hat mit nur 8 Leuten,
Ach, das ist ja auch gerade jemand anders. Crazy Legs? Ach so, Norrin ist dabei. Oder was? Das habe ich gerade nicht mitbekommen, dass wir jetzt jemanden neuen dabei haben. Dann würde ich auch gerne mal euch beide gegeneinander spielen lassen. Ich würde mal gerne wissen, wie ich hier zugucken kann. Weil das müsste doch gehen, oder? Dass ich diesen Matches hier zugucken... Dass ich hierbei zugucken kann, wenn ihr beide spielt? Ach, okay, das ist Norrin. Cool. Cool, dass du da bist, Norrin. Und GG. Aber dann gehe ich hier mal raus, weil ich will auch nicht Ryo spielen. und dann spielt ihr beide mal gegeneinander. Du kannst zuschauen, wenn wir uns beide da hinsetzen. Okay. Ja, auf jeden Fall. Ne? Also auf kritischer Ebene und kulturell wurde das kritisiert, was Diablo Immortal gemacht hat, aber finanziell war es ein übelster Erfolg. Spectate. So, das müsstet doch ihr beide hier dann sein, oder? Wenn ihr euch jetzt hier ransetzt. Kann man hier schon den World-Modus etwas spielen? Nee, leider nicht. Man kommt wirklich nur ins Battle-Hub rein. Fighting Ground, wo Arcade und Training und sowas drin sind, da kommt man nicht hin. Und in den World-Tour-Modus auch nicht. Es lief aber, also man konnte sich trotzdem den Charakter erstellen. Ach so, jetzt kann ich euch zugucken, das ist ja schön. Oh, da musste gerade ein bisschen vorgespult werden. Das hatten wir in Street Fighter 5 auch. Oh Gott, ich sehe hier auch standardmäßig die Inputs. Das ging fix. Ich freue mich schon auf den Loot Pass, oh no. Das klingt viel zu realistisch, ich möchte es nicht. Ja, das ist wirklich super ärgerlich. Ich bin sehr, sehr gespannt. Chat, was meint ihr? Wenn der Deal durch ist mit Microsoft, glaubt ihr, solche Sachen werden sich ändern? Glaubt ihr, wenn die Spiele irgendwie in den Game Pass kommen oder so, dass dann die sehr predatory Monetarisierung sich vielleicht anpassen wird? Weil es vielleicht nur Wunschdenken von mir, aber Microsoft ist ein bisschen mehr darauf bedacht, auch positive Presse zu bekommen, habe ich das Gefühl. Deren Ruf im Spielebereich scheint ihnen zumindest ein bisschen am Herzen zu liegen. Und dann fände ich sehr krass, weil sie laden sich ja sehr viel negative Presse quasi mit auf. Weil Activision Blizzard ist ja voll die aufgeladene Firma. Dieses Yuri-Theme mag ich voll gern. Ich weiß, Huge, du bist nicht so ein Fan von dem Soundtrack hier, aber ich finde, manche der Tracks sind auch sehr, sind vielleicht ein bisschen zu chill für einen Fighting Game. Aber den hier oder den von Janie oder so oder selbst Ryus Theme mag ich echt gern. Ich mag halt vor allem, dass es komplett neue Themes sind. Das finde ich total cool, dass sie sich das getraut haben und nicht gesagt haben, wir remixen jetzt nochmal alles, sondern eher so Third Strike mäßig, nee, wir machen das jetzt neu. Es hat eine komplett neue Identität. Ja, die Menu-Themes sind so. Und der Smooth Jazz im Battle Hub ist auch großartig. Kann ich denn eigentlich selber hier Sachen einstellen? Ach ja, guck mal, ich könnte das auch wegmachen. So. Was ist denn euch lieber, Chat, wenn man das sieht? Ich finde, es ist halt immer auch sehr ablenkend, gerade für Leute, die vielleicht nichts damit anzufangen wissen mit den Daten. Ah, okay, gut. Bei dir ist es also eher so Case by Case. Round one. Fight.
Ja, bei World of Warcraft ist eine gute Frage mit dem Game Pass, ne? Aber überleg mal, was für krasse Werbung das für den Game Pass ist. Wie viele Leute du darüber in den Game Pass holen könntest. Sowas wie... Ja, wo ist dann die Frage? Kauft man sich Add-ons dann noch extra? Schon, weil die ja eher so DLC sind und den kauft man sich ja jetzt auch noch extra. Aber die Idee finde ich voll interessant und ich glaube, das muss doch auch eine der Gedanken sein von Microsoft, wenn sie sich Activision Blizzard holen, dass sie freaking World of Warcraft im Game Pass haben können. Und halt Call of Duty. Das ist schon ein Get. Also, ne, Microsoft haben ja auch mehr als genug Geld dafür bezahlt. Oh, Nintendo-Modell. Könnte ich mir vorstellen, dass wir irgendwann verschiedene Abstufungen sehen. Es gibt ja jetzt schon Game Pass und Game Pass Ultimate für PC und Konsole. Aber ja, guter Punkt. Guter Punkt. So, hiernach würde ich auch gerne mal wieder ran, liebe Leute. Also nach dem Match hier. Vielleicht können wir uns da ein bisschen abwechseln. Ich freue mich allerdings schon sehr, Chat, wenn wir hier wirklich alle zusammen in eine dieser Lobbys reinströmen. Dann ist das halt ganz schön, dass Leute parallel auch ihre eigenen Matches machen können. Und dass mein Bildschirm, der gestreamt wird, da können die Leute dann rein und raus wechseln von den Matches. Und ich muss quasi dann selber auch nicht mehr warten, darauf dran zu sein. Das mag ich halt echt ganz gerne. Ja, Huge World of Warcraft funktioniert bei mir in der Basic-Version auch noch, aber zuletzt Shadowlands hat mich schon wirklich krass verloren. Ich habe das ja dann später nochmal auf meinen Charakter nochmal auf Maximallevel gelevelt, aber danach habe ich es halt sein gelassen. Also ich habe jetzt gar nicht die komplette Story gespielt, weil ich die Story auch so hohl finde. Wirklich selten gesehen, dass eine Welt und eine Geschichte so gegen die Wand gefahren wird, wie in World of Warcraft. Oh, Graf Zahl, ist das so? Ich habe Overwatch 2 gespielt und dachte sofort, ja, das ist Overwatch, aber bei mir ist die Overwatch 1-Erfahrung schon so lange her, dass ich diesen Vergleich gar nicht mehr habe. So, Dankeschön fürs Platz machen. Dann kann sich einer von euch jetzt nochmal gegenüber sitzen. Gearscore und Aufleveln hat voll geklappt, ja? Das freut mich ja eher, dass das dann zumindest auf einer spielerischen Ebene geklappt hat. Wie findest du denn die Story von dem Spiel, Huge? Von World of Warcraft? Die aktuelle. Weil bei Dragonflight geht es ja dann scheinbar erstmal wieder um was anderes. Oh, ich spiele mal Ken. The Fugitive. Annähernd genug dran für das, was ich da machen wollte. Jetzt muss ich aufpassen auf die Drive Gauge. Ja, da wäre sie fast leer gewesen. Kent's Design ist so cool. Ja, ich mag's auch. Das war halt mal wirklich was anderes, ne? Das mag ich sehr. Ich bin aber bei Ken tatsächlich auch auf alternative Kostüme gespannt, weil ich finde jetzt... Ich finde, da geht schon noch was. Aber ich mag seinen Shaggy-Look total. In den Haaren und so. Oh, nicht. No. Au.
Ja, Story war sehr mehr huge. Yep, yep, yep. Damn. What am I doing? Seit dem Stromausfall ist auch bei mir was ausgefallen, glaube ich. GG! Gleich nochmal! Ken sieht aus, als ob er jetzt fürs Essen kämpft. Naja, er muss halt untertauchen. Und ich finde, so sieht er auch aus. Oh, du hättest ruhig rematchen können, Norrin. Wir müssen jetzt nicht immer nur ein Match machen. Nice, huge. Aber ist das nicht schön, diesen Smooth Jazz jedes Mal zu hören, wenn man in Battle Hub zurückkehrt? Ich hatte vorhin das Spiel ja, also es lief ja quasi den ganzen Tag bei mir heute. Und im Wohnzimmer einfach diese Musik schallen zu hören, das ist irgendwie sehr schön. Das ist voll comfy. Oh je. So, jetzt setze ich mal einer von euch hier wieder ran. There we go. Gegen Ken mit... Oh, Luke. Hatte ich heute, glaube ich, noch gar nicht. Gegen euch zumindest. Ich finde Luke tatsächlich ziemlich cool. Ich mag, wie er sich spielt. Hatten wir ja schon in Street Fighter 5 ganz am Ende. So nehme ich huge. Das ist das Sophisticated Fighting Game. Das hätte ich eigentlich noch erweitern können. Hätte ich nochmal drücken müssen. Da, so habe ich es gerade gemacht. Es ging halt beides daneben. Oh shit, meine Drive Gauge ist ja leer. Oh shit. Und jetzt bin ich gestunt. Oh weia. Oh, und da habe ich die Distanz massiv verschätzt. Okay, no. Get back in. Schon wieder nicht noch drauf geachtet. Oh, sehr schöner Einsatz. Ich dachte, ich probiere mal auch mal den DP Wake Up, aber da warst du eins weiter. Nochmal. Jetzt muss mal wieder in Luke reinkommen. Fluffy, du bist das ja wieder. Erst jetzt aufgefallen. Ja. Das
bei dieser Art Grab weiß ich immer in dem Moment, in dem er kommt, dass er kommt. Ganz schwer anders zu beschreiben. Ist so eine besondere Art von Frust, diese Vermeidbarkeit zu spüren. Leicht verzögert. Der Uppercut kam noch durch. Oh shit. Sehr guter Overhead. No. Nochmal, Fluffy. Oh, das Theme. Seht ihr? Da geht's auch gleichzeitig. Wie cool. Blockt hast. Uff. So richtig arbeiten. Nee, die Taunts sind, glaube ich, man muss irgendwie alle Tasten gleichzeitig hauen. Weil Heavy Punch und Heavy Kick ist ja schon was Eigenes. Oh shit! Alter, in den Rücken quasi. Nice. Oh no! Mein Grab! No! Ah, ja. Ich hatte einfach keine Drive Gauge mehr. Button. Huch, GG. Können gerne noch mal.
Haben wir beide einmal alles verbraucht. Holy shit. Ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt einfach mal probiert habe. Ins Nichts, ohne Hit-Confirm. Schlau war es nicht. Huge, I'm so sorry. Es muss doch irgendwo mal ein Laster mit ganz vielen Keys umgefallen sein, von dem wir uns ein paar holen könnten. Tatsächlich mein... Oh shit, da haben wir meine Drive Gauge verbraucht. No! Den Moment wusste ich schon, dass es vorbei war. GG, Fluffy. Es macht aber Spaß, Luke zu spielen. Es macht echt Spaß. Komm, eine noch, Fluffy. Danach wechsle ich auch. Oh, schade. Ich glaube, wir können auch langsam zum Ende kommen, Chat. Freut mich aber, dass das hier klappt. Aber einmal können wir noch. Also einer von euch kann sich nochmal ransetzen. Ich mache nochmal ein Match gegen jeden von euch. Okay? Weil ich weiß nicht, ob ihr immer noch zu dritt seid, aber ich glaube schon. Einer steht oben drauf und dann die zwei daneben. Es muss jetzt nur einer von euch anfangen. Erst Fluffy, der ist noch warm. Ja, das heißt doch aber, dass er mich besiegt. Was soll denn das? Habt ihr, Chat, habt ihr rein vom Zuschauen bisher einen Lieblingscharakter, wo ihr sagt, von denen, die ich bisher gesehen habe, möchte ich den am ehesten spielen? Weil es gibt ja noch ein paar Charaktere, die haben wir kaum in Aktion gesehen. Oh, Chun-Li, Mirror Mage. Nämlich Blanka und E-Honda und Dalsim. Die sind ja hier nicht drin. Zu welcher Seite bin ich? Okay. Hä? Oh, ich bin auf meinen Buttons gerade verrutscht. Ich war auf meinem Arcade-Stick eine Reihe weiter, als ich sein wollte. Deswegen habe ich die ganze Zeit so eigenartige Moves gemacht. Drive Gauge ist so ein Hindernis. Die bleibt auch so lange leer. Es ist so eine krasse Strafe. Und da ist sie wieder da. Direkt mal raushauen. Shit. Knapp.
nehmen Yuri tatsächlich Jamie. Noch ein Jamie. Geil. Kimberly. Aber es ist ja schon recht ausgeglichen. Das mag ich schon mal sehr gern. Weil ich könnte noch nicht sagen, wen ich hier am meisten mag. Ist das nicht. Das ist so krass. Dieser Kick geht einfach durch den Drive Impact durch, weil das so viele Hits sind. So viel Armor hat der Drive Impact nicht. Wie wir beide exakt das gleiche gemacht haben, ist ja lustig. GG, Fluffy. Die letzten paar Runden gingen alle an dich. So, jetzt noch einmal Julian oder Norrin. Das war aber ein super spaßiges Match gerade, Fluffy. Ein sehr schönes Ende. Im wahrsten Sinne des Wortes ein Mirror-Match. Okay, dann Norrin zuerst, falls du noch hier bist. Wenn jetzt bei dir gerade das Spiel abgestürzt ist, ist ja blöd. Norrin, bist du noch in Game hier irgendwo? Ach ja. Das, also, ich sage mal voraus, Chat, dass wir das in Zukunft vielleicht auch nochmal streamen. Vielleicht sogar morgen. Server 6 müssten wir sein, ja. Ja. Also ich könnte mir zumindest gut vorstellen, dass ich morgen nochmal live gehe. Ich will es jetzt aber nicht versprechen, vielleicht auch nicht. Müsst ihr mal einfach wieder auf Twitter und Discord aufpassen. Kimberly spielt sich super flott. Das macht voll Spaß. Sie hat ja diesen, so ein bisschen wie bei Ken, nur nochmal in schneller, dieses Rennen auf den Gegner hin und darauf basieren kann man dann verschiedene, unterschiedliche Angriffe machen. Eins führt sogar zum Schluss zu einem Command Grab. Kann man dann auch gut kontern, wenn man weiß, dass es kommt, aber man merkt immer sehr bei Leuten, die das noch nicht gewohnt sind. Unter anderem habt ihr es gestern in dem Stream gemerkt, wo ich gegen Kimberly gespielt habe, weil ich war es noch gar nicht gewohnt. Genau, sehr, sehr viel Mix-Up Opportunity bei Kimberly auf jeden Fall. Und es fühlt sich aber auch toll an, weil sie ist halt, sie spielt sich halt so flink. Ich bin aber ehrlich gesagt erstaunt, wie viel Spaß mir Chun-Li macht, weil in der Vergangenheit habe ich Chun-Li oder generell Charge-Charaktere habe ich eigentlich immer eher selten gespielt. Geil ist bisher so, ich glaube am unaufregendsten, aber auch der macht Spaß, weil der so viel Umf hat mit den Moves, die er hat. Tom, ich finde dich nicht. Oh, warte mal. Bin ich denn wirklich in Server 6? Doch, wir sind Europe 6. Fluffy steht hier neben mir.
Wir sind im inneren Ring. Da bist du doch. Oder? Ja. Hätte man eine Durchsage starten müssen, Julian. Der Mann mit dem langen Bart und den Lederhaaren, bitte in Sprechzimmer 1 melden. Sprechzimmer 1 vor allem, was ist denn das für eine Durchsage? Bitte im Kinderparadies melden, der Akkurate. Die haben wirklich viel an den Charakteren gemacht. Und ich finde halt wirklich krass, wie dieses Drive-System, wie das fundamental das Spiel, also fundamental ist vielleicht übertrieben, aber wie es maßgeblich das Spiel verändert. Ich einfach wieder schon wieder. Schön, dass du das auch kannst. Oh, nee, nicht gut. Oh, da habe ich das auch gemacht. Ich frage mich dann, ist das einfach, wer zuerst drückt? Da wollte ich dich einfach grabben, aber so easy ist es dann doch nicht, wa? Oh, shit. No! Jetzt hat dein Rumgespringe mich tatsächlich so aus dem Konzept gebracht, dass es tatsächlich funktioniert hat. Ich hasse das, wenn es so in die falsche Richtung geht. Grab fest. Ja. Was zu beweisen war. Oh no, ich glaube, ich habe... Nee, grab. Oh shit. There we go. Dass der eine Grab gerade nicht durchkam, hat mich sehr gewundert. Aber ich glaube, da stand ich ein bisschen zu weit weg. Habe ich eigentlich auch gerade gemacht. So, GG. Ich glaube, das war's. Es sei denn, Norrin, du bist noch da und willst noch mal ein Match? Ich spring da rein. Achso, Norrin meinte, sein Bruder hat sich eingeloggt. Sorry, habe ich vorhin nicht gesehen. Dann soll's das für heute gewesen sein, Chat. Das war sehr viel Street Fighter 6. Und es macht mir wirklich ganz, ganz viel Spaß, mit euch das zusammenzuspielen. Wie gesagt, vielleicht dann morgen nochmal. Ansonsten halt, wann auch immer die nächste Beta stattfindet oder dann zum Release. Aber wir haben ja sowieso unsere Fighting Game Streams am Mittwochabend, wo wir auch andere Fighting Games spielen.
Obwohl es jetzt, es würde jetzt sehr weird sein, wieder zu Street Fighter 5 zurückzugehen. Aber ja, ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht. Auch falls ihr das in der Aufzeichnung geschaut habt, hat es euch hoffentlich Spaß gemacht. Und mich würde sehr freuen, wenn wir hier auch bei anderen noch die Vorfreude zu Street Fighter 6 ein bisschen wecken können. Es ist natürlich super frustrierend, dass die Beta-Situation so verknappt war, aber können wir jetzt leider auch nichts mehr machen. Und immerhin haben wir jetzt die Gewissheit, auch von ganz vielen unterschiedlichen Quellen, weil ich habe auch schon von Leuten gelesen, und wir hatten es ja auch schon im Stream, die gesagt haben, ey, mit Fighting Games kann ich eigentlich nichts anfangen, aber das hier sieht super cool aus, das würde ich gerne mal probieren. Und dann können die Leute es auch probieren und haben dann hoffentlich auch gute Singleplayer-Inhalte, wo sie nicht sofort online aufs Maul bekommen müssen. Und das würde mich sehr freuen. Ich hoffe, dieses Spiel wird ganz groß und ganz gut, also ganz gut, ganz großartig. Ganz gut wäre mir ein bisschen zu wenig tatsächlich für Street Fighter 6. So, ich merke aber schon, mein Sprachzentrum ist angegriffen, lieber Chat. Deswegen beende ich lieber schnell den Stream. Wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Also vor allem einen schönen Rest Samstag und dann noch einen schönen Sonntag. Und hoffe, wir sehen uns dann im Podcast oder im nächsten Stream oder wann auch immer. Euch jetzt eine gute Nacht und tschüss. Tschüssi.